In diesem Video stelle ich dir die womöglich beste Smartphone-App vor, um Routen zu planen mit dem Elektroauto. Es handelt sich dabei um A Better Route Planner. A Better Route Planner ist, wie schon eben erwähnt, die beste App, um Routen zu planen, wenn es gerade darum geht, auch Ladestopps mit einzukalkulieren. Denn es wird einem ähnlich wie bei Tesla zum Beispiel genau angezeigt, mit wie viel Akkuladung man an welcher Ladestation ankommt, wie lange man stehen muss, um das Auto zu laden und mit welchem Ladestand man dann wieder weiterfährt. Die App ist wirklich genial, man kann sehr viel einstellen. In diesem Video gebe ich dir eine detaillierte Anleitung und zeige dir, wie diese App tatsächlich zu bedienen ist. Bleib dran, es macht wirklich Spaß. A Better Route Planner gibt es in jedem App Store herunterzuladen, ob für Android oder für Apple. Einfach in der Suche einmal A Better Route Planner eingeben und herunterladen. Grundsätzlich zeigt die App immer den Standort an, an dem man sich gerade befindet. Ich habe nur etwas weggescrollt. Wenn man oben rechts auf das Fadenkreuz drückt, dann wird wieder der eigentlich jetzige Standort angezeigt. Dann kann man auf dieses Ladensäulensymbol drücken. Wenn man hier einmal drauf drückt, werden einem verschiedene Ladesäulen angezeigt, die sich in der Nähe des momentanen Standorts befinden. Man kann dann eine einzelne Ladesäule anklicken, wenn man möchte. Dann öffnen sich nochmal nähere Details. Man sieht dann zum Beispiel, welche Steckertypen vorhanden sind, wie zum Beispiel CCS-Stecker. Man sieht die maximale Ladegeschwindigkeit von zum Beispiel 250 Kilowatt. Dann kann man außerdem noch sehen Restaurants oder Cafés. Man kann Hotelmöglichkeiten anzeigen lassen. Also das sind dann quasi Point of Interests, die man hier nochmal öffnen kann. Und wenn man dann den Pfeil nach rechts oder links bedient, dann werden einem nochmal weitere in der Nähe angezeigt. Man kann dann dort direkt hin navigieren, wenn man möchte. Um dorthin zu navigieren, muss man unten rechts auf diesen blauen Kreis drücken. Außerdem kann man auch alles teilen. Wenn man auf den Teilen-Button drückt, dann werden eben Möglichkeiten eröffnet, das Ganze in der Karte zu öffnen oder den Link per WhatsApp oder Facebook mit seinen Freunden zum Beispiel zu teilen. Dann kann man hier auf das Einstellungsrädchen drücken. Hier kann man nochmal auswählen, ob man Tesla priorisiert, in meinem Fall, weil ich einen Tesla hinterlegt habe, ob man diesen Ladepunkt vermeiden möchte in Zukunft oder einen Fehler melden möchte, falls jetzt einem zum Beispiel aufgefallen ist, dass an diesem Ladepunkt ein Fehler vorhanden ist. Über diesen Button Wegpunkt hinzufügen kann man diese Ladestation als Wegpunkt hinzufügen, wenn man jetzt gerade eine Navigation geplant hat. Oben links ist das Logo von der Better Route Planner. Wenn wir hier drauf drücken, kommen wir in die Einstellungen. Hier kann man als allererstes sein Fahrzeug auswählen und hinterlegen. Man kann jetzt hier auf Neues Fahrzeug auswählen drücken, könnte dann hier einfach irgendein Fahrzeug auswählen und dann wird dieses eingespeichert. A Better Route Planner kennt die meisten Elektroautos, sodass auch A Better Route Planner sehr, sehr gut einschätzen kann, wie weit man tatsächlich mit dem jeweiligen Auto kommt. Jetzt kann man auswählen SOC bei Abfahrt, also State of Charge, mit wie viel Prozent möchte ich tatsächlich abfahren. Wenn ich sage, ich lade das Auto komplett voll bei der Abfahrt, dann kann ich es auch auf 100 einstellen. Dann könnte man auch außerdem noch einen Referenzverbrauch angeben. Hier zum Beispiel, wie viel Wattstunden pro Kilometer würde man bei 110 km/h verbrauchen. Bei mir sind jetzt 184, also 18,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wenn man 110 km/h fährt, ist jetzt hier eben hinterlegt. Ansonsten schlägt die App eben schon den Wert vor, der für das Auto normal ist. Dann kann man hier in den Einstellungen auswählen, ob man gerne schnell ankommen möchte, ob man viele kurze Ladestopps lieber hat oder lieber weniger, aber dafür länger stehen möchte. Dann wird auch das zusätzlich in der Navigation berücksichtigt. Seit neuestem kann man auch Ladekarten hinzufügen, das ist aber noch die Beta-Version. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, aber es wird dann in Zukunft auch so sein, dass man eben auch direkt das Laden aus der App heraus starten kann, wenn man die Ladekarte hinterlegt hat. Hier kann man noch verschiedene Einstellungen zu Ladepunkten und Ladenetzen auswählen. Wenn ich zum Beispiel auf Ladeanschlüsse gehe, kann ich jetzt genau sagen, okay, ich möchte Tesla Supercharger angezeigt bekommen, ich möchte CCS-Stecker oder Typ-2-Stecker angezeigt bekommen. Welches ich halt eben nicht habe, ist zum Beispiel der Shademo, den wähle ich dann nicht aus. Dann gehe ich auf Fertig, dann wird es gespeichert und auch bei den Suchergebnissen mit berücksichtigt. Ladenetzvorgaben nutze ich persönlich nicht, aber man könnte jetzt hier zum Beispiel noch nach irgendwas suchen, zum Beispiel nach Plug-and-Roll oder nach Plug-Surfing und könnt jetzt sagen, ja, das ist Daumen hoch, Daumen runter, dann wird es halt eben mit berücksichtigt. Ist jetzt aber keine Funktion, die man meiner Meinung nach unbedingt benötigt, für das, für was man eigentlich die App nutzt. Wenn man möchte, kann man einen Ladepunkt auf der Karte auswählen und dann auf Ladepunkt vermeiden gehen, dann wird dieser gar nicht mehr erst wieder angezeigt. Ladesäulenverfügbarkeit kann man hier noch einstellen. Wenn man möchte, dass die tatsächlich verfügbaren Ladesäulen in der App angezeigt werden, müsste man allerdings hier noch ein Abo abschließen. Dieses kostet dann hier irgendwie 49 Euro oder was im Jahr oder 5 Euro im Monat in etwa. Ich habe das jetzt selber nicht genutzt, aber da könnte man dann eben sehen, wie die Auslastung oder die Verfügbarkeit der Ladesäulen nochmal ist. Es ist natürlich eine nette Funktion, allerdings, wie gesagt, kostenpflichtig.
Minimum-Ladepunkte. Hier könnte man sagen, zeige mir zum Beispiel nur Ladeplätze an, in denen halt eben mehr als ein Ladepunkt steht, zum Beispiel 2, 3, 4, 5. Aber für gewöhnlich lasse ich es lieber mit einem, weil manchmal möchte man vielleicht trotzdem nur irgendwo hinfahren, wo nur eine Ladestation steht, wenn diese dafür günstig ist und nicht belegt ist, warum nicht? Wenn man zum Beispiel zu Hause nicht laden kann und durchaus auch langsame Ladestationen sucht, kann man auch diese hier aktivieren, indem man dann einfach sagt, zeig mir auch Typ-2-Stecker in Europa zum Beispiel an oder in Nordamerika. Wir brauchen ja normalerweise nur Europa, Typ-2 für gewöhnlich, Typ-2 Tesla eventuell noch. Oder wenn ich sage, zeige mir Schuko-Stecker an, dann könnte ich auch die sogar noch anzeigen lassen. Ansonsten für die Autobahn lieber weglassen, je nachdem, für was man eben die App benutzt. Ich benutze sie, um Langstrecken zu planen und da brauche ich natürlich keine langsamen Ladestationen. Unter dem Punkt Batterie könnte man auswählen, mit welchem State of Charge man beim Ziel ankommen möchte. Wenn ich sage, Mensch, ich möchte Hauptsache ankommen, dann mache ich zum Beispiel 10 oder 5%. Wenn ich aber vielleicht vorhabe, an Ort und Stelle vielleicht nochmal weiterzufahren, dann sollte ich vielleicht ein bisschen mehr hinterlegen, 20, 30, 40%, dass man eben nicht mit einem leeren Akku ankommt. Der zweite Punkt, wenn man hier aufs i drückt, sieht man, was es ist. Erlaubte Mindeststate of Charge bei Ankunft an einem beliebigen Weg oder Ladepunkt. Also wenn man nicht möchte, dass man mit unter 10% zum Beispiel bei einer Ladestation ankommt, dann kann man hier auch 20 oder irgendwas anderes Beliebiges hinterlegen. Dann bis wie viel Prozent man maximal aufladen möchte, bis 100 oder halt eben nicht. Wenn ich sage, Mensch, ich lade lieber maximal bis 80%, weil es schneller geht, könnte ich jetzt hier auch einfach zum Beispiel 80% auswählen. Und der Ladezeitaufwand, wie viel Aufwand habe ich, um das Auto dann anzuschließen und den Ladevorgang zu starten, das wird dann eben mit in der Standzeit mit einkalkuliert. Dann könnte man unter dem Punkt Geschwindigkeit, könnte man den Echtzeitverkehr anzeigen lassen, auch das wiederum allerdings nur als Premium-Kunde. Dann die Referenzgeschwindigkeit, dass man eben immer die Referenzgeschwindigkeit fährt. Wenn ich sage, Mensch, ich fahre immer eher 10% langsamer, dann würde ich halt hier irgendwie 90% angeben. Dann die Maximalgeschwindigkeit, falls man vorhat, irgendwie durchaus auch schneller als 130 zum Beispiel zu fahren, kann man hier auch die maximale Geschwindigkeit, die man sonst so fahren möchte, auch hinterlegen. Geschwindigkeitsanpassung hier mal aufs i ermöglicht dem Planer, die Maximalgeschwindigkeit für einzelne Etappen zu senken, wenn dies zum Erreichen der nächsten Ladepunkte erforderlich wäre. Also wenn ich jetzt wirklich sage, Mensch, mir fehlen eigentlich nur ein paar Kilometer und damit ich nicht ausroll, dann kann ich sagen, aktiviere die Geschwindigkeitsanpassung, dann würde halt ein Better Route Planner auch vorschlagen, ein bisschen langsamer zu fahren, um dann den Ladepunkt oder das Ziel auch wirklich zu erreichen. Unter dem Punkt Fahrzeug könnte ich jetzt hier hinterlegen, wie gut noch der Stand meines Akkus ist. Wenn das Auto schon ein bisschen älter ist und es hat keine 100% Leistungsfähigkeit mehr vom Akku her, dann könnte ich halt sagen, ja, 5% habe ich bereits oder 10% ist der Akku schon schlechter, als er im Neuzustand war, dann könnte man das hier eingeben, dann wird eben ein bisschen mehr Toleranz einberechnet und eben nicht davon ausgegangen, dass das Auto wirklich die volle maximale Reichweite hat, wie noch ein neues Auto, in diesem Fall der Tesla Model Y, den ich hinterlegt habe. Dann könnte ich die Fahrzeugtemperatur hinterlegen, wenn ich möchte, das Zusatzgewicht, falls ich zum Beispiel Mitinsassen habe oder viel Gepäck, könnte ich das auch nochmal hinterlegen. Dann wird automatisch von einem höheren Verbrauch ausgegangen. Also wie ihr schon seht, man kann wirklich sehr viele Details einstellen, ist wirklich toll gemacht. Dann Straßeneigenschaften, auch hier könnte ich wieder Echtzeitwetterdaten auswählen, aber eben nur als Premium-Kunde. Saisonales Wetter wird dann mit berücksichtigt. Immerhin Winter, Sommer und so weiter ist ja auch bei einem E-Auto nicht unerheblich, ob es draußen warm oder kalt ist. Und wenn man möchte, dass auf der Route irgendwas vermieden wird, kann man das hier auswählen. Mautstraßen zum Beispiel, wenn man die nicht anfahren möchte oder man möchte gar keine Autobahnen nutzen, dann kann man das ebenfalls auswählen. Dann gibt es unten noch weitere Einstellungen zur Benutzeroberfläche. Da möchte ich jetzt nicht allzu genau drauf eingehen. Ich denke, das ist selbsterklärend. Hier kann man die Sprache und das Darstellungsdesign nochmal ändern, die Währung, Euro, Dollar und so weiter. Karten könnte man noch ein paar Karteneinstellungen und unter Navigation könnte man noch angeben, ob man Routenanweisungen, eine Sprachführung haben möchte, ob Straßennamen ausgesprochen werden sollen und so weiter. Ich denke, zu den Einstellungen sollte es erstmal gewesen sein. Wichtiger ist jetzt die Funktion. Wie funktioniert jetzt die App? Ich möchte es euch einmal zeigen, denn das ist eigentlich das Kernstück dieser App, weswegen ich diese App so genial finde. Indem wir jetzt dieses Feld hier nach oben ziehen, können wir jetzt eine Navigationsroute planen. Wir könnten jetzt hier statt meine Position könnten wir jetzt sagen, okay, von zu Hause, von der Arbeit aus, wenn man die Adressen hinterlegt hat, ansonsten gebe ich jetzt irgendeine Startposition ein. Zum Beispiel möchte ich von München Hauptbahnhof, hier zum Beispiel, da möchte ich starten und ich möchte dann fahren nach, was ist denn weit weg, sagen wir mal Berlin Flughafen. So.
Dann wird jetzt schon mal die Luftlinie direkt angezeigt auf der Karte. Man könnte jetzt hier nochmal die Einstellungen individualisieren. Also ich könnte jetzt hier nochmal das Auto verändern. Ich könnte jetzt hier auch nochmal sagen, ich fahre nicht mit 100% State of Charge an, sondern mit 90 zum Beispiel. Dann kann ich hier einfach diesen Schieberegler nach links verschieben. Wenn ich sage, ich habe das Auto komplett vollgeladen, okay, dann starten wir mit 90% zum Beispiel. Und ich könnte hier nochmal sagen, State of Charge bei Ankunft. Ich möchte zum Beispiel mit 30% ankommen in Berlin, damit ich dann dort auch noch ein bisschen weiterfahren kann und nicht sofort wieder laden muss. Und was ist mir jetzt eben wichtig? Ähnlich wie vorhin bei den Grundeinstellungen könnte ich jetzt hier nochmal für die einzelne Route individuell angeben, dass ich lieber öfter und kurz laden möchte. Ich möchte am schnellsten ankommen, dann wird eben der Mittelweg berechnet aus Stand, Ladezeit und Ankunftszeit. Oder ich möchte halt lange laden, dafür selten. Jetzt machen wir doch einfach mal, ich zeige einfach mal beide Varianten. Wir machen jetzt wenig, aber lange. Ich möchte quasi kurz wenig Pausen machen, dafür möchte ich möglichst voll laden. Und dann drücke ich jetzt rechts unten auf diesen runden blauen Kreis, Route berechnen. So, nun hat A Better Route Planner die Route einmal ausgerechnet. Ich schiebe das einmal hoch. Jetzt sehen wir, es sind in etwa 600 Kilometer. Wir haben 5 Stunden 56 Fahrzeit. Insgesamt dauert es 5 Stunden 23 Minuten. Wir würden 33 Minuten laden. Wir würden 2 Ladestopps machen. Und dann sehe ich jetzt hier unten die Zwischenstopps. Er würde jetzt einplanen, dass wir einmal an einem Tesla Supercharger einmal laden würden. Hier würden wir von 10% bis 70% laden. Und von eben 16.29 Uhr bis 16.49 Uhr stehen. Und dann würden wir nochmal weiterfahren, 211 Kilometer, würden dann bei Ionity laden. Hier würden wir nochmal 13 Minuten stehen, würden von 10% auf 51% laden, um dann genau wie wir wollen mit 30% in Berlin anzukommen. Also ist doch genial, oder? Nur Tesla beherrscht so eine Ladeplanung, andere Hersteller können das so überhaupt nicht. Und wenn man zum Beispiel Android Auto nutzt oder Apple CarPlay, dann kann man diese App einfach mit USB am Auto verbinden und kann dann am Autodisplay komplett die vollen Funktionen dieser App genießen. Es ist wirklich sehr genial. Also ich kann jetzt wirklich, ich könnte jetzt sogar nochmal hergehen und sagen, ich möchte jetzt irgendwo, zum Beispiel möchte ich bei Ionity nicht von 10% bis 51% laden. Dann geht man hier neben dem X auf dieses Einstellungssymbol und könnte man jetzt hier nochmal sagen, nee, ich möchte mit zum Beispiel 70% hier ankommen. Dann sagt er schon, nee, das klappt jetzt so nicht, das wird nicht klappen, sonst müsste er nochmal neu rechnen. Oder ich möchte zum Beispiel nur mit 20% ankommen. Ja, also man könnte jetzt hier auch nochmal, wann möchte man abfahren und so weiter. Also man könnte jetzt hier einfach nochmal individuell ein bisschen was verändern, wie man schon sieht. So, ansonsten sieht man auch hier jetzt, wenn ich das nochmal runterschiebe, jetzt insgesamt die Route. Man sieht auch die Blitze, das sind verschiedene Ladestationen. Die Ts sind Tesla-Ladestationen, weil ich einen Tesla ausgewählt habe. Beziehungsweise, wenn man keinen Tesla hinterlegt, zeigt er trotzdem die Tesla-Supercharger an, die frei zugänglich sind. Also es gibt ja mittlerweile viele, die nicht nur für Tesla zugänglich sind. Man sieht dann zum Beispiel, wo die Ladepause ist. Also hier würden wir jetzt 20 Minuten laden. Genau. Jetzt machen wir es doch noch einmal anders. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf Neustart. Wir wählen jetzt einmal das Gleiche aus, aber sagen, wir möchten lieber viele kurze Pausen machen, dann wieder berechnen. Schauen wir mal, was jetzt passiert. So, jetzt sehen wir schon, dass wir 6 Stunden und 8 Minuten fahren würden. Wir würden insgesamt 41 Minuten an Ladestation stehen. Wir hätten 4 Ladungen und hier würde dann eben eine Ladung bei Fastnet anstehen, dann bei einer Allego-Säule. Ja, und so weiter. Also man sieht es ja dann bei Ionity am Ende noch. Hier hätten wir quasi 4 kurze Ladestopps, 10 Minuten, 17 Minuten, 8 Minuten und 6 Minuten. Ist dann zum Beispiel, wenn man vielleicht Kinder hat im Auto und man möchte ohnehin öfter und kurz irgendwo Pause machen, um zum Beispiel ja, die Kinder kurz aufs Klo zu schicken oder so, dann kann man hier halt wunderbar auch mehrere Ladestopps einplanen. Man könnte jetzt genauso auch einen Ladestopp entfernen, indem man jetzt hier auf das X drückt bei irgendeinem Ladestopp. Ich meine jetzt zum Beispiel einmal hier bei der HPC-Säule in Heidegrund. Löscht die raus, für immer oder temporär. Ne, ich möchte die nur temporär jetzt in diesem Fall einmal rauslöschen. Dann gehe ich nochmal auf Berechnen, indem ich dann hier unten nochmal auf den blauen Kreis drücke. Und siehe da, es wurde jetzt umgerechnet. Wir laden jetzt bei ENBW, dann bei Allego, dann wieder bei ENBW. Also wenn mir eine Ladesäule nicht gefällt, einfach rauslöschen, neu berechnen lassen und dann hat man die Route nochmal neu kalkuliert. Ja, das sind im Wesentlichen die ganzen Funktionen. Man könnte jetzt nochmal überteilen, wie schon vorhin erwähnt, könnte ich das in Google Maps öffnen, ich könnte den Link jemandem schicken, ich könnte das Ganze in Excel exportieren und so weiter. Also wirklich mega viele Funktionen, wirklich toll. Wenn ich jetzt dann mit der Navigation starten möchte, drücke ich dann am Ende nur noch unten rechts
auf den blauen Pfeil und dann beginnt die Navigation samt Sprachanweisungen und wie man es halt eben so kennt von Google Maps auch oder von den Autonavis her. So wie ihr seht, hat die Navigation gestartet. Hier geht es jetzt los. Wir sehen das erste Zwischenziel. BayWa ENBW Ladestation. 1 Stunde und 2 Minuten. 102 Kilometer haben wir bis dahin. Hier werden wir 7 Minuten stehen. Also jetzt navigiert uns die App zunächst zu dieser Ladestation und dann geht es eben Step by Step weiter. Wirklich toll, wirklich toll. Also mir gefällt die App wirklich gut. Wie fandet ihr die App? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ich würde mich freuen. Für mich ist es die beste App, die es gibt, um wirklich von zu Hause aus oder auch mit einem Auto, welches keine perfekte Ladeplanung inne hat, einfach eine Route samt Standzeiten und Ladezeiten zu planen. Falls ihr ein Elektroauto fahrt oder bald bekommt, nutzt auf jeden Fall bitte die THG-Prämie. Hier bekommt ihr einfach kostenlos Geld vom Staat, einfach dafür, dass ihr CO2-Emissionen einspart. Und in der Videobeschreibung findet ihr die Links. Wenn ihr diese benutzt, unterstützt ihr auch meinen Kanal und ihr bekommt gratis Geld für euer E-Auto. Ansonsten würde ich sagen, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut euch auch gerne hier von mir weitere Videos an. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier auf dem Kanal bleibt. Klickt auf die kleine Glocke, dann werdet ihr auch immer von YouTube informiert, wenn es neue Videos gibt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin's, euer Alex von Smart2Drive. Macht's gut und ciao, ciao!